So und willkommen zurück zu einem neuen Video von World of Warship bzw. dem ersten Video hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen mit der South Carolina auf einer Map-Herrschaft. Ich kenne mich da noch nicht so aus wegen der Map und sowas. Ich weiß auch gar nicht, wo das steht. Meerenge, glaube ich, heißt dieses Ding, ne? Ich hoffe. Jedenfalls, unsere Aufgabe hier, diesmal Schiffe zu versenken, nicht irgendwelche Städte aufzubauen oder Züge fahren zu lassen. Und ja, deswegen probieren wir hier mal das aus mit World of Warship. So, wie gesagt, wenig erklärt. Ja, das ist leider so bei mir erstmal. Wenn ich spiele das Spiel schon eine etwas längere Zeit, aber ich kann mich so prickelnd noch nicht mit den ganzen Sachen hier aus, deswegen bin ich da eher so zurückhaltend, was wir auf jeden Fall versuchen, in Richtung A4 zu preschen, um dort die Flagge zu holen. Und crashen die? Oh, das war, glaube ich, knapp. Da oben sind Flugzeuge. Das heißt, es gibt Flugzeugträger. Jawohl! Ihr seht diesen Kasten da mit dem Einstrich waagerecht und mit dem senkrecht da, rechts außen und links außen. Das sind die Flugzeugträger, soweit ich weiß. Einige kennen das Spiel garantiert besser als ich. Ich bin da eher so der Noob. Jedenfalls sind die über mir oder hinter mir. Ich sehe sie auf jeden Fall nicht. Das heißt, sie sind noch über mir. Alter Schwede, nein! Kommen auf jeden Fall ein paar. Ups. Das sind Torpedos. Komm, dreh dich. Dreh dich. Bitte treffen. Jawohl. Gleich beim ersten Mal getroffen. Rauchschwarte leider eingesetzt. Aber den kriegen wir noch. Wir können uns ja mal reindrehen, dass wir ihn mit mehreren Geschützen gleichzeitig noch kriegen könnten. Ah, hier sind gleich mehrere. Jetzt haben sie da schon wieder eine Rauchwand eingesetzt. Das ist wunderschön. Denn so sehen wir gar nichts. Kein... Okay, das heißt, wir müssen das nächste Mal noch weiter vorziehen. Leider dauert das hier so ein bisschen, bis wir wieder nachgeladen haben. Jetzt könnte es natürlich sein, dass genau Torpedos ankommen auf uns. Oder wenn die schießen würden, auf uns welche kämen. 12 Kilometer entfernt, das ist zu weit für mich, weil ich kann nur 10,5 oder sowas schießen. Deswegen. Jawohl, mal ein paar Treffer gelandet. Bin nicht schlecht, Herr Specht, ne? Der versenkt gut, genau. Wunderschön, leider nicht ich den Treffer gemacht. Da hinten. Der kommt in unseren Bereich. Okay, Kreuzer. Schieß. Jetzt bitte treffen. Oh, 2 Treffer gemacht. Das ist cool. Oh oh. Achso, Torpedos. Oh, Gott sei Dank. Bitte ein Treffer. Nö, leider gar keinen. Schade. Aber das schaffen wir jetzt. Hier. Was? Kein Treffer? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Schnell bremsen. Ich will nämlich nicht da reinfahren.
Torpedos direkt vor. Nein, 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 nein. Oh Gott sei Dank. Okay, jetzt wieder Schub. Da sind wir dem Ding nochmal gut entwichen. Jetzt müssen wir den nur noch versenken, dann sind wir den hier auch los. Oder hoffentlich auch los. Okay, der zieht vor mich. Oh, drei Treffer. Nein. Hui, Gott sei Dank. Jetzt können wir uns auch wieder reindrehen. Dann können wir den nochmal versuchen, Platz zu machen, wirklich. Komm. Wieder kein einzigen. Was? Irgendwie ist das gerade ein bisschen gemein. Muss man, glaube ich, sagen. Aber dafür haben wir mindestens Herrschaft gerade. Okay. Wenn er meint, er müsste uns treffen. Ich würde sagen, hat das kleine Schiff auch niemanden getroffen. Dankeschön. Die Kanonen sich jetzt auch mal aus. Jetzt macht den noch mal platt. Eieiei. Das hat gezogen. Leider wohl ein bisschen stärker als wir können. Oh, Grenze, Grenze, Grenze. Nee. Komm. So. Einen werden wir leider erleiden. Nee, gar keinen. Oh, fast platt. Der ist gleich platt. Den schaffen wir. So, wenigstens eins. Jetzt haben wir leider noch 11.000. Der wird uns gleich kriegen, wenn er nochmal schießen kann. Und zwar vor uns. Sonst werden wir die Möglichkeit haben, ihn platt zu machen. Oder hoffentlich ihn platt zu machen. Leider nicht ganz, aber mit dem zweiten Schlag geht es. Nein, auch nicht. Wie viel zum Henker schleppt denn der? Ah, ist okay, der ist down. Es bleibt nur noch der da oben und von dem noch zwei weitere unter Flugzeugträger. Theoretisch könnten wir eigentlich mal auf den Flugzeugträger gehen. Wenn ich wüsste, wo der wäre. Gucken, ob wir hier treffen. Oh ja, zweimal. Jetzt schauen wir auch nochmal den an, ob wir da irgendwie was treffen. Wäre cool. Einmal. Hm. Ich hoffe, der weiß nicht, wo wir sind. Sonst sind wir nämlich ziemlich schnell platt. Nachladen. Aber doch, der weiß leider, wo wir sind. Schade. Drei Treffer von vier. Drei wieder. Der wird uns jetzt leider im nächsten Zuge platt machen.
Deswegen will ich gerade so ein bisschen wegdrehen. Okay, er kommt auf uns zu. Oh oh. Nein, schade. Aber nochmal ein Treffer gelandet. Nicht schlecht. Ein versenkt. 41 Zeittreffer und die anderen Symbole. 8-mal Feuer. 3 Flaggenunterstützung und dieser anderen, weiß ich nicht. Aber wir sollten das schaffen, oder? Unser Flugzeugträger chillt hier ganz, ganz easy. Das war unser. Und jetzt haben wir noch 2 kleine. Das werden wir verlieren. Ja. Oh Gott. Das wird ein schlimmes Spiel, muss man sagen. Obwohl wir genügend Punkte gehabt hätten, um zu gewinnen. Aber das wird wohl nichts. Ach, der schießt die Flugzeuge ab. Ah. Oder? Triff, 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 bitte. Der hat nicht getroffen. Der hat ein bisschen getroffen, noch einen Schuss und dann ist der platt. Außer er wird jetzt ziemlich versenkt. Der, okay, der ist platt. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh oh, 84. Dammit. Ja. Wir werden diese Runde verlieren. Das ist mein Schiff hier gewesen, was irgendwo tot ist. Der Flugzeugträger. Die anderen sollten da gerade reinkommen, so wie es ausschaut. Auch eine Premiere für mich, wie das aussieht, wenn die reinkommen. Ach, die landen da einfach eiskalt, okay. Dann fliegen noch ein paar. Wo ist denn jetzt unser anderer Kreuzer da? Unser kleines Linksschiff. Was hat denn der hier Großes? Ist das eine Abschussrampe für ein Flugzeug? Lol. Ich würde gerne sehen, wie viel HP der hat. Also der Gegner. Dann könnte man auch vielleicht so ein bisschen abschätzen, was da so ist. 26.000. Fährt der schnell? Nein. Der rammt jetzt noch den zweiten Wetten. Er ist down. Okay, da haben sie schon mal ein gutes Spiel hingelegt. Jetzt müssen sie natürlich noch den Flugzeugträger versenken. Ich hoffe, dass die Flugzeuge irgendwie ihn noch kriegen oder nicht. Aua. Das war gleich heftig. Gleich 11.000 Damage. Ei. Lol. Alter, wie viel Damage haben denn die Flugzeuge gemacht? Sehr ultra. Aber der japanische Flugzeugträger scheint gar nicht so schlecht zu sein, will man erwähnen. Also, ja. Hat schon was an sich. Ey, 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 da hat er wieder kassiert. Da kommen die nächsten Flugzeuge. Und nochmal ein Treffer, er brennt schon wieder. Das werden wir nicht schaffen. Bitte, bitte nicht. Da kommt irgendwas. Ach, das sind die Flugzeuge. Auf der Karte sieht das so extrem aus. Oh, oh, 2 Brände. Das heißt, er kriegt keine Flugzeuge mehr hoch, weil das Deck brennt. Und damit hat er eigentlich schon so gut wie verloren. Wenn jetzt noch 2 tödliche Treffer kommen, dann ist er weg. Und dann, oder kritische Treffer, dann ist er weg, so gesagt. Also, da werden wir wohl keine großen Freuden mehr dran haben, das irgendwie zu nutzen, um halt hier zu überleben. Man sieht auch sein Leben schwinden. Und das war's. Jawohl, wir haben verloren. Aber man will erwähnen, das war ein gutes Spiel. Ich hoffe, euch hat's gefallen.
mit unseren neuen Ausfällen waren das. Ah, jetzt wissen wir das. Sind wir damit fertig für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin eine wunderschöne Zeit und ciao.